Hallo Judith, so schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Ja, hallo Fabiana, schön dich zu sehen. Du im Warmen, ich im Kühlen. Yin-Yang, wie es lebt und lebt. Gell? Schön. Mit Schön, Impulswerbung. schön, schön. Du, tja, wir fangen jetzt diese Februar an, wieder mal eine aufregende Zeit, aber eher eine Zeit, sich zu stärken und wieder mal zurück ins Körper und in die Jetzt und in Dasein. Und wir wissen noch nicht, was die Zukunft bringt, aber es ist Zeit, jetzt zu sein. Und ich freue mich sehr, dass jetzt für erstes Mal, weißt du, in Südtirol wird jemand, der die Ausbildung mit mir schon gemacht hat, die Wasserseminar anbieten. Ja, das 13. Tigerseminar. Das ist den 12. und 13. Februar ist sie dort. Und ich hatte jetzt kurz vor kurzem auch eine interessante Sache, aber online, selbstverständlich online, über die Bewegungsanalyse und von etwas von Laban. Das heißt, wenn irgendjemand Interesse hat, kann in meine Homepage kommen, einsteigen und da ist ein Programm, wo man ein bisschen mit, grundsätzlich mit Tanz, rein Tanz, sich beschäftigt. Aber ich freue mich, dass du mit uns wieder mal etwas uns bereichern wirst mit Thema Ernährung, was das Thema ist für die Gesundheit. Ne? Ja, ich freue mich. Es geht, wie die Fabiana schon gesagt hat, wir sind in einer aufregenden Zeit und auch teilweise erschöpfenden Zeit. Und mir ist es halt immer wichtig, dass wir nicht über Ernährung, und das sehe ich in der Praxis, dass das noch komplizierter wird dann. Ja, also dass die Angst dann abgeschürt wird, was darf ich nicht. Und diesen Weg sollte man verlassen und wirklich eine Bereicherung in der Ernährung sehen, dass wir die Basis nähren, also unsere körperliche Basis, aber natürlich auch unsere Motion und Emotion. Das heißt, dass Ernährung soll Stabilität geben, ja, und Freude natürlich auch, dass man sagt, dass man volles Leben rausschöpfen kann aus der Ernährung. Ja. Und das sind halt für mich das untrennbar die zwei Begriffe Brain Food, Soul Food verbunden. Ja. Brain Food ist mal ein bisschen zu wenig, weil das ist immer meistens leistungsorientiert, dass man sagt, okay, wie kann ich noch schneller denken und noch schneller meine Arbeit machen? Und das geht es mir nicht, sondern es geht einfach um unsere Darmgesundheit, dass ich die Verstoffwechselung einfach wirklich gut hinbekommen, also dass mein Körper wirklich die Energie aus der Nahrung rausbekommt, weil dann bin ich einfach ausgeglichen. Das heißt, in meinen zwei Impulsvorträgen wird es wirklich gehen, wie stärke ich meine Darmgesundheit, mein Mikrobiom, um auch auf der mentalen Ebene einfach Zufriedenheit und Freude verspüre und einfach stabil bin in all diesen Umgebungseinflüssen, ja, einfach Freude an der Ernährung und Freude am Genuss, das ist mir sehr wesentlich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn zahlreiche Teilnehmer kommen und und ich das Thema mit euch teilen kann. Okay. Super, super. Also das wird wir haben ein 20. Sonntag, 20. Februar um 17 Uhr den Termin. Und Genau. dann haben wir auch im März. Aber es wäre vielleicht interessant, wenn letztes Mal gab es schon viel Interesse weiter zu arbeiten in der Richtung, dass wir vielleicht etwas ähnlich machen, wie wir schon gemacht haben. Das heißt, eine Art Kur oder ich weiß nicht, ob wir das Kur nennen können. So eine Phase, wo wir gemeinsam. Also wir können auf alle Fälle natürlich da darmstabilisierende Tees können wir durchmachen. Wir können auch was wirklich Schenkräuter aus der TCM, also die einfach unser Herz, und dazu haben wir den Frühling, also jetzt ist die Übergangszeit schon. Das heißt, der Körper will auch was loswerden, alten Ballast. Das heißt, was unterstützt mich da, auch von Getränken und von Lebensmitteln? Ja, ich denke, wir haben wieder mit den zwei Terminen echt wieder viel zu wenig, Ja, aber aber vielleicht können wir wieder mal so einen Blog machen, 10 Tage, das können wir auf wo. alle Fälle. Also passt natürlich dann ab dem März gut hinein. Ja, also. Könnten wir letztes Mal, ich mache die Meditation in der Früh, so unterstützen die Arbeit und gehen wir weiter. Und weißt du, für mich, die ich auch so einen großen Teil vom Holz habe, fängt eine schwierige Zeit. So, Frühling ist für mich sie immer sehr, Gott sei Dank, nach der Änderung der Ernährung, die letzten paar Jahre ist ein bisschen besser, aber es ist immer eine Herausforderung. Und wir denken immer an den Winter, aber
diese Zeit ist. Wie gesagt, darum fangen wir jetzt an im Februar, weil ich sage immer, was ich in einer Jahreszeit sehe, also aussehe, also die Pflänzchen aussehe, das bekomme ich dann in der nächsten Saison als Ernte zurück. Und darum ist es, glaube ich, jetzt wesentlich, dass wir uns wirklich um unseren Darm und unsere Emotion, um unsere Empfindung kümmern, dass wir da einfach stabil in den Frühling reingehen. Ja? Weil der Frühling, wissen wir aus der TCM, ich meine, der geht hinaus und der bringt auch Sachen heraus, die wir vielleicht nicht sehen wollen. Ja? Und dass man das einfach mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einer Freude auch betrachten kann, wann was rauskommt. Also das ist mir ganz wesentlich und das kann man natürlich mit westlichen Kräutern total schön unterstützen. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, ja, aber ich freue mich schon sehr, dich am 20. Februar zu sehen. Und genau. Ich hoffe, die Leute kommen auch und können mir auch in den Vorträgen, gibt es die Möglichkeit, dass sie auch Fragen stellen. Sowieso. Und und wir schauen mit Licht in diese Zeit. Na sicher, voller Freude, mit voller Freude. So, gut, Fabiana. Okay. Danke, Judith. Dann freue ich mich, gell? Und we gonna see, we gonna see. Bye. Also, ciao, ciao, baba.